Wir bieten natürlich nach wie vor über 20 Sprachen an. Das ist eines unserer bewährtesten Angebote. Auch viele Kurse im Bereich der Gesundheitsbildung sind neu, zum Beispiel Schwimmkurse, speziell für Erwachsene, die im etwas fortgeschrittenen Alter nochmal schwimmen lernen möchten, aber auch Kurse zum Thema Meditation, autogenes Training, Hochsensibilität, aber auch Kurse im Bereich der jungen VHS, zum Beispiel Sprachkurse in den Herbstferien bei uns am Saarbrücker Schloss im Alten Rathaus. Oder auch neue Kurskonzepte wie Knigge für Kids und Knigge für Teens, also ein Crashkurs im Benehmen für Kinder und Jugendliche. Wir haben aber auch neue Kurskonzepte entwickelt im Bereich der Fotografie, Aktfotografie, Fotobearbeitung, Bildbearbeitung. Also es lohnt sich, in unser Programm hereinzuschauen. Mit über 3000 Kursangeboten sind wir in diesem Jahr vertreten. Ab dem 10. September werden unsere Kurse beginnen. Ja, die Bedürfnisse der Menschen ändern sich einfach. Ja? Was vor 20 Jahren wichtig war, ist heute vielleicht nicht mehr, spielt heute nicht mehr die große Rolle. Ein Beispiel: Die Menschen reisen viel stärker, viel mehr als früher und möchten sich dann vielleicht auch in ihren Zielländern einigermaßen bewegen können und ein bisschen die Sprache der Bevölkerung sprechen, des Landes, in das sie reisen. Deshalb werden auf Fremdsprachen auch exotischere Fremdsprachen zum Beispiel immer stärker nachgefragt. Ja, ich freue mich vor allem, dass die Kurse unseres Bereichs Mehrgenerationenkurse so gut nachgefragt worden sind, auch schon im Sommerprogramm, zum Beispiel Mehrgenerationenkochen, wo Mutter und Tochter gemeinsam wertvolle Zeit miteinander verbringen und noch etwas dabei lernen, und auch die Kurse im Bereich der jungen VHS so gut nachgefragt worden sind.